Hey Leute, ich melde mich heute mal ganz direkt bei euch, denn ich brauche eure Hilfe. Das kommt nicht oft vor, aber jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche eure Hilfe. Kurz gesagt, um was geht's? Vielleicht erinnert sich einer oder anderen, ich habe mir damals in meinen 2DS eine Capture Card einbauen lassen und die ist kaputt gegangen. Problem ist, das Ganze wird jetzt leider schon seit längerem nicht mehr hergestellt und es gibt diese Capture Card nicht mehr. Das Einzige, was es noch machen kann, ist man in U2DS XL, das ist dieses Gerät hier, einzusicken und da eine Capture Card einbauen zu lassen. Dies würde mich allerdings 350 Euro kosten, was leider viel Geld ist, was ich auch so direkt nicht parat habe. Weil ich arbeite ja noch nicht und nichts. Und deshalb bin ich in dem Sinne mal auf eure Hilfe quasi angewiesen und wollte doch bitten, ob ihr vielleicht, so dumm es auch klingt, mir ein bisschen was spenden könntet. Wenn ihr wollt, dass es 3DS wird, dass ich weitermache. Ich natürlich komme jetzt freiwillig und auch nur, wenn ihr das Geld habt, aber wenn jeder mal, wenn ich bereit wäre, 5 oder vielleicht sogar 10 Euro, das wäre super, so spenden würdet ihr mir definitiv viel dabei helfen. Wichtig ist halt natürlich nur, wenn ihr das Geld auch habt und bereit seid. Heißt, ihr sollt das nicht irgendwie, wenn ihr euch da drückt oder sowas zu fühlen, wenn ihr nicht spendet. Ich bin auch gar nicht böse, nicht um Gottes Willen. Aber es wäre halt super, wenn ihr mitmachen würdet, weil dann würdet ihr mir halt erst helfen, das noch realisieren zu können. Ich würde so gern nochmal eine 3DS Capture Card haben, um 3DS Games zu spielen. Aber das sind halt leider die letzten, die es überhaupt noch gibt auf dem Markt, weil die einfach nicht mehr hergestellt werden. Und der Preis ist relativ hoch, aber billiger geht es leider nicht. Und ich habe halt damals auch schon sehr viel Geld für meine kaputte Capture Card bezahlt. Und aus dem Gründen, dass die halt leider 60 Euro kostet und ich die aber erst gerne halt hier einbauen lassen würde, um eben mit euch noch 3DS-Games zu zocken. Ich weiß, der 3DS ist tot, aber es gibt noch viele, viele coole Games, die ich einfach unbedingt noch mit euch spielen müsste. Und das kostet halt leider eben ein bisschen Geld, was ich dann jetzt deshalb nicht habe. Deshalb meine große Bitte, wer möchte, hilft mir. Spenden könnt ihr über Tipestream. Ich verlinke euch die Links in meinem Tipo-Account in der Videobeschreibung. Da könnt ihr über alles Mögliche bezahlen, über Überweisung geht und vieles mehr. Ich glaube, das Einzige, was nicht geht, ist PayPal. Aber ihr könnt auf jeden Fall über Passive Guthaben zahlen. Das sind die kleinen Passive Cards, wenn ihr euch erinnert. Über die könnt ihr auf jeden Fall zahlen, sonst auch Überweisung geht. Also da ist schon vieles möglich. Aber am meisten verbreitet ist Passive Card. Die könnt ihr überall bei Tank oder Kiosk holen. Sagt sehr wohl ganz gerne 10 Euro Passive Card. Dann bekommt ihr die, könnt ihr den Code eingeben und dann zahlen. Also es wäre echt super, wenn ihr mir helfen wollt, es zu realisieren, dass es eben in 3DS so eine Capture Card Einbau bekommen, was halt leider echt nicht billig ist. Und ja, das ist das. Deshalb wende ich mich jetzt mal ausnahmsweise so bei euch und hoffe, dass das Ganze auch bei euch ankommt. Und mich würde freuen, wenn ihr mir helfen würdet. Wenn ihr auf jeden Fall zumindest in irgendeiner Form Feedback innerhalb der Kommentare da lassen würdet. Auch wenn ihr nichts spenden könnt, was es komplett nachvollziehen würde. Wäre es schön, wenn ihr kurz über einen Kommentar quasi mir das wissen lassen würdet. Dann bedanke ich mich jetzt schon für eure Hilfe. Und ja, würde mich doch freuen, wenn das irgendwie hinhauen würde. Und es bald wieder eine neue Capture Card von meinem 3DS bzw. 2DS XL hätte.